Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Wer meint, Krippen seien nur was für die Wintermonate, der irrt. Das Norddeutsche Krippenmuseum empfängt das ganze Jahr über Besucher aus allen Teilen Deutschlands, die sich an den Krippen aus aller Welt erfreuen. Somit gelten auch ab dem 1. Juni wieder die Sommeröffnungszeiten. Das Krippenmuseum öffnet dann täglich in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Mit den nun steigenden Temperaturen macht auch das Radfahren wieder mehr Spaß. So laden die Ü50 Radwanderer des GSC unter anderem am 12. Juni zu einer Abendtour zum Zeppelin-Denkmal ein. Die Tour ist ca. 26 Kilometer lang und startet um 17 Uhr am Markt Ecke Pfarrkirche. Auch die Wandergruppe Ernst Barlach lädt wieder zu einer Wanderung ein. Die kommende Tour am 6. Juni führt von Krakow am See über den Mekelberg, Altsamiter Damm, Derliner See, Langsee, Waldschaul, Neusamit und über den alten Dorfsee zurück zum Bahnhof nach Krakow. Start der 15 Kilometer langen Strecke ist um 8.50 Uhr am Busbahnhof Güstrow. Erleben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.